den Zwölfen zum Gruße und willkommen zu einer weiteren wundervollen Folge von Das Schwarze Auge Satinas Ketten. Wir müssen jetzt immer noch irgendwie eine Statuette von der Königin hinbekommen. Und keine Ahnung, also ich nehme jetzt einfach mal alles mit, was ich irgendwie gebrauchen kann. Was wir aber eventuell doch klappen könnte, das habe ich habe jetzt mal überlegt. Wir haben hier oben ja so ein Podest, ob wir das da eventuell die Statuette reinstellen können, weil das, sorry, aber das bietet sich ja gnadenlos an und wir haben hier nämlich 1, 2, 3, 4, 5, 6 Streifen. Mal gucken, kann ich es hinstellen? Tatsächlich. Komischerweise wurde es nicht angezeigt. Naja, egal. Und ich wette, wenn ich jetzt den Stein nehme und den Jahreszeitenwechsel. Das habe ich jetzt nicht nur einmal gemacht. Warum kriege ich das Achievement jetzt? Naja, wenn ich den jetzt hier anstelle, wette ich, dass die gefärbt wird. Oder auch nicht. Orange fehlt. Warum fehlt Orange? Kaputt oder was? Können wir das irgendwie kombinieren? Etwas zähflüssig, aber orange. Sicher. Jetzt haben wir hier eine orangene Feder, mit der wir das... Was soll ich anmalen? Hier ist nicht mal eine Leinwand. Hier den Streifen. Licht lässt sich nicht einfach überpinseln. Nicht einmal hier. Das, keine Ahnung. Ach, Moment. Ha! Ich weiß, wie wir es machen. Jetzt kann ich es anmalen. So. Wenn ich den da jetzt wieder reinsetze, ist die dann gefärbt. Tatsächlich. Wie cool. Das war ein ziemlich komisches Rätsel. Und ganz ehrlich, wie soll man dann da innerhalb von einer kürzeren Zeit draufkommen? So, jetzt muss ich trotzdem irgendwie noch hinkriegen. Moment, wir brauchen erstmal wieder Winter. Nicht Winter. Sommer brauchen wir erstmal wieder. So, das ist alles wieder grau. Aus Winter macht Sommer. Weil wir brauchen den Wasserfall. Das ist klar. Wir müssen die ja jetzt groß kriegen. So, mein Freund. Wenn du das da jetzt nicht reinlegen kannst, raste ich aus. Komm schon. Ja, jetzt geht's auf einmal. Und da oben liegt's. So. Das müsste ja jetzt eigentlich schweinegroß sein, das Teil. Und wir werden immer kleiner und kleiner und kleiner und... Oh, ist der kleine Gärung süß. Ja, und die ist größer geworden. Sehr schön. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal hoch. Weil jetzt können wir die 100 Pro da hinlegen. Da wette ich meinen Arsch drauf. Scheiße. Es leuchtet nicht. Das bringt nichts. Moment. Können wir stellen nochmal kurz... Vielleicht brauchen wir doch nochmal kurz den Weg. Vielleicht können wir das... Augenwesen dazu bringen, das anzugucken. Kannst du das bitte mal schnell angucken? Ich brauche eine. Ich lasse es jetzt in Ruhe. Nein. Ich muss das Ziel. Oder war es das schon? Brauche ich die vielleicht gar nicht anmalen? Geht's auch so? Hier, nimm mal. Eure Regenbogenstatue ist fertig. Nein. Wie prächtig! Hat sogar gelacht. Nachtar, er hat die Aufgabe gut bewältigt. Ja, pass mal auf, ich bin sogar mit dem anderen. Seht Ding aus schon dem fertig. Fenster. Sieht euch der blinde Vogelmann nicht an? Das tut er. Wir wissen nicht wie. Doch der Jüngling hat diese Aufgabe gemeistert. Ja, damit blöd. Hat er dreimal das Unmögliche möglich gemacht. Na, das ja. Schicksal
scheint keinen Zweifel an ihm zu haben. Nehme er den Schlüssel zu den Traumgemächern und verlasse unser Reich, wenn er es vermag. Vielen Dank, Majestät. Also noch eine Prüfung. Wow, sieht eigentlich ganz cool aus. Und da ist das Auge von dem Vieh. Das sieht jetzt einfach so ein bisschen strange jetzt aus. Also, so, und wo ist der Schlüssel? Haben wir den jetzt schon? So, ja, haben wir. Aber wo sind die Traumgemächer? Ja, wo sind die Traumgemächer? Ach, wahahaha. Ich wette, das ist ein Schlüsselloch. Moment. Das sieht doch schon so aus wie ein Schlüsselloch. Wir haben es noch nicht gebraucht. Komm, bitte. Yes, funktioniert. Ah. Nett. Hätte ich auch gern zu Hause. Das sieht wiederum nicht so nett aus. Was ist das denn? Da hinten diese Schildkröte. Moment, das haben wir doch alles schon gesehen. Also ich laufe gerade nicht. Wollte ich nur mal bemerkt haben. So, jetzt kann ich irgendwas machen. Ach, wir können weiterlaufen, okay. Was ist hier los? Ah, okay, ich habe, also nicht böse sein, aber ich habe jetzt eigentlich gedacht, ich muss hier jetzt noch was machen, aber anscheinend können wir einfach durch das Feentor marschieren. Ich darf mich jetzt nicht ausruhen. Ich muss hier raus. Moment mal. Kannst du ebenfalls sprechen, Pflanze? Offenbar nicht. Können wir die anmalen vielleicht? Lieber nicht. Vielleicht müssen wir doch noch hier was machen. Okay. Jetzt sind wir in der Schleife. Hier kommen wir nur hier raus. Vielleicht ist das die Welt von Nuri, von der Nuri die ganze Zeit gesprochen hat, dass hier alles so scheiße aussieht und dass sie hier nicht zaubern kann. Du willst auf die andere Seite, Nachthaar? Ja. Wer? In den Murmelwald hinab? Ja. So schnell wie möglich. Sandorin, Amorindal, Amil, Amis. Was? Ein bisschen nach Herr der Ringe an. Du musst bleiben, Nachthaar. Was? Wie? Nein, ich muss... Du musst bleiben, Nachthaar. Warum? Was ist denn jetzt los? Oh. Ein Jüngling? Welche Zeiten? Die Harfe. Ich bin Geron aus der anderen Welt. Warum bist du nicht meine Schwester? Wie? Was meint ihr? Allein meiner Schwester ist es erlaubt, die Traumgemächer zu betreten. Hat die Königin uns dann da verarscht, oder was? Ist die Königin eure Schwester? Sie hat mir den Zugang in die Traumgemächer gewährt. So? Welche Zeiten? Ach so, dann ist doch nicht alles schlimm. Was tut die Königin hier in den Traumgemächern? Sie kommt, um Träume zu begehen, die von der Zukunft handeln. Der Zauber der Harfe soll ihr das Kommende zeigen, doch sie quält sich mit diesen Träumen. Welche Zeiten? Die Harfe lässt einen von der Zukunft träumen? Von der Zukunft. Oder von der Vergangenheit. Der Vogelmann offenbarte uns, wie sie das kann. Doch geschaffen war sie dafür nie, sondern um den Feen zu helfen, sich von dunklen Träumen zu befreien. Der Vogelmann, ich verstehe. Ich muss zurück in meine Welt, aber dieses Tor lässt mich nicht durch. Ja, ein Schatten lastet auf dir. Wie auf ihnen allen. Sie sind besessen von dem, was kommen mag. Vor dem Vergangenen aber fliehen sie. Sie stellen sich ihren Ängsten nicht. So sind sie rastlos und finden keine Ruhe im Hier und Jetzt. Bitte, ich muss durch das Tor. Das Tor prüft uns. Es versperrt sich jedem, der von Ängsten getrieben ist.
Hat in letzter Zeit jemand das Tor durchschritten? Die letzte, die durch dieses Tor schritt, war meine Nichte. Oh Mann. Die Tochter der Königin. Ich hatte sie in die Geheimnisse des Hafenspiels eingeweiht, denn eines Tages sollte sie mir nachfolgen. Nuri ist also die Nichte der Königin, oder habe ich das gerade richtig verstanden? Die Harfe vertreibt dunkle Träume? Mich quält schon lange ein Traum, aber ich weiß nicht, was er zu bedeuten hat. Dunkle Träume, Pein, wächst aus Ängsten, die dich jagen. Die Harfe ist ein Auge in deine Seele. Durch sie wirst du deine schlimmsten Ängste überwinden oder an ihnen verzweifeln. Ich will mich meinem Traum stellen, wenn ihr es erlaubt. Der Weg in die Gemächer war dir gewährt, so auch der Weg in deinen Traum. Was muss ich tun? Du musst in deine Seele treten und die Splitter deines Traumes zusammentragen. Was? Splitter? In meine Seele treten? Ich helfe dir. Die Musik wird dich in tiefen Schlaf versetzen und Teil deiner Seele werden. Ordnest du die Splitter, wird dein Traum sich aufklären, wie auch die Ängste, denen er entspringt. Das klingt alles so kompliziert. Bist du bereit, deinen Traum zu begehen? Ja, muss ich ja wohl. Ich bin bereit. Dann setz dich und erzähl mir von deinem Traum. Aber ich hoffe, das muss ich jetzt nicht machen mit Klickerei. Ich hoffe, da kommt ein schöner Zwischensequenz. Woran erinnerst du dich? Ich weiß nicht genau. Keine Scheu. Es gibt keine Fehler. Sprich aus, was dich jetzt einholt. Denn das sind die Splitter, die zu ordnen sind. Also gut. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Nun geh und sammle die Splitter deines Traums ein. An der Harfe kannst du sie ordnen. Okay. Was ist das? Ein Schloss, das war da nicht. Du musst bleiben, Nachthaar. Du musst bleiben, Unglücksbringer. Pling. Ach, ist das die Harfe? Ja. Da müssen wir wahrscheinlich diese Splitter aufhängen. Du hast uns alle umgebracht. Ich bringe alles wieder in Ordnung. Unheilsbringer. Ich räume alles wieder auf. Wen haben wir umgebracht? Oh, was ist das? Zauberflöte mit einem Ohr dran. Hängen wir das da hin? Geht das? Ja. Das ist die Traumweberin. Traumweberin! Ja? Ah, okay. Ach so, können wir mit der kommunizieren. Was muss ich noch gleich tun? Suche nach Zeichen und Dingen, die dich an deinen Traum erinnern. Doch sei gewarnt. Verworren ist die Ordnung der Träume. Die Splitter mögen eine andere Gestalt haben, als du erwartest. Sobald du sie gefunden hast, musst du die Splitter an der Harfe ordnen. Okay. Die Harfe. Welche Harfe meint ihr? Jeder Haken eine Saite. Jede Saite ein Splitter. Jeder Splitter ein Haken. Verstanden. Woran erkenne ich die Splitter? Sie sind das, woran du dich erinnert hast. Eine Menschenmenge, die sich wie ein Vorhang vor mir teilt. Oh, also ein Vorhang. Immer wieder höre ich eine unselige Stimme. Eine schwarze Feder fällt vom Himmel herab. Schwarze Feder. Da ist ein Feuer, das auf einem Scheiterhaufen brennt. Ein Mann hält einen hölzernen Reif in den Händen. Finde die Splitter und ordne sie in sinniger Reihenfolge an der Harfe. Okay. Ich suche weiter. Ohne Eile. Gut, das sollte ja nicht so schwer sein. Wir brauchen also einen Vorhang. Wo kriegen wir jetzt einen Vorhang her? Ah, hier ist erstmal nichts mehr. Wahrscheinlich kriegen wir den auf einer Wäscheleine, wenn wir jetzt dahin gehen können, wo ich hin will. Oder auch nicht. Ach du Scheiße. Ach, das ist der Wagen von der Dame, die leider wegen uns draufgegangen ist.
Das hier können wir noch bestimmt mitnehmen. Wenn wir es schon anschauen können. Der Sand rieselt nicht mehr. Aber was wir in dieser ominösen Traumwelt treiben, das sehen wir erst in der nächsten Folge. Und ich bin schon ziemlich heiß drauf, was da noch so kommt. Ich glaube nämlich, dass wir kommen sehr nah dem Höhepunkt des Spiels entgegen und dem leider dann auch schon dem Ende. Aber wir werden es sehen. Ich würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dann. Tschö.